Liebe Freundinnen und Freunde, als eure flüchtlingspolitische Sprecherin im Abgeordnetenhaus von Berlin habt ihr mir vor 2,5 Jahren den Auftrag gegeben, mich um die Flüchtlinge zu kümmern. Und wie vielfältig dieses aussehen kann, das habe ich erlebt am Pariser Platz, nun dieses Jahr beim zweiten Hungerstreik, der dann sogar in einen Durststreik ging, und am Oranienplatz, um dem ich mich seit März, als die Flüchtlinge angekommen sind, aus Bayern nach einem langen Marsch gekümmert habe. Dabei war für mich immer ganz klar, dass ich auch als Mensch und als Abgeordnete Respekt habe vor der Form des Protestes, die die Flüchtlinge sich aussuchen, liebe Freundinnen und Freunde. Die ganzen Redebeiträge haben gezeigt, es sind viele Verantwortliche und wirklich lösen kann es schwer ein Einzelner. Aber das Problem ist ja noch nicht mal, dass die Verantwortung so auf vielen Schultern verteilt ist, sondern das Problem, was wir in der Landespolitik, aber auch in der Bezirkspolitik haben, ist, dass die Verantwortlichen ihre Verantwortlichkeit gar nicht wahrnehmen und sehen wollen. Natürlich können die Gesetze geändert werden auf der Bundesebene. Das kann abgeschafft werden, das Arbeitsverbot, die Residenzpflicht, die Lagerunterbringung und auch die Abschiebungen. Liebe Freundinnen und Freunde, das Land ist verantwortlich für die Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen. Wir als Abgeordnetenhausfraktion haben einen Antrag eingebracht und genau dargestellt, wie das Land, die Ausländerbehörde, die Innenverwaltung diese Verantwortung wahrnehmen kann. Wer es nachlesen möchte, in dem Stachel, der draußen ausliegt, habe ich was dazu geschrieben. Und statt als Innensenator diese Verantwortung anzunehmen, oder auch seine Verantwortung anzunehmen, wie eine Versammlung, ein Flüchtlingsprotest durchgeführt werden kann. Unterstützend fühlt sich der Innensenator des Landes Berlin nur für den Rasen auf dem Oranienplatz zuständig, liebe Freundinnen und Freunde. Jeder kann es im Tagesspiegel nachlesen, dass er 2 Seiten ausführt, warum er für den Flüchtlingsprotest nicht zuständig ist und dann aber schreibt, dass er das Grünflächengesetz und Grünanlagengesetz einhalten will und den Bezirk auffordert, es einzuhalten. Andernfalls würde er bezirksaufsichtliche Maßnahmen einleiten. Ja, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, was ist das für ein Innensenator und was ist das für eine Politik der CDU und der SPD auf der Landesebene? Ich verstehe sie nicht. Unsere Art des Regierens und des Denkens ist es nicht. Kommst du bitte zum Ende? Und falsch ist es auch, liebe Freundinnen und Freunde, wenn so getan wird, dass die Grünen gescheitert seien oder dass irgendetwas von unserer Bezirksbürgermeisterin dort falsch gemacht wurde. Nein, der Bezirk ist an seine Grenzen gekommen und das haben wir auch eingestanden. Aber uns geht es eben nicht um den Rasen und die Pflege am O-Platz, liebe Freundinnen und Freunde. Uns geht es um Menschenrechte, Recht auf Arbeit, Bewegungsfreiheit, Wohnen und Zukunft. Nach wie vor gilt für uns Grüne, Refugee are welcome in the city of Berlin und in Kreuzberg sowieso. Danke.